Hallo, hier ist Clara. Ich möchte mit euch, mir fehlte noch ein kleines Geschenk für neugeborenes Baby. Und dann habe ich das Söckchen hier gestrickt. Und das ist ganz kleines Projekt, den man in 2 Stunden schaffen kann. Ich möchte das mit euch jetzt, den zweiten Söckchen mit euch stricken. Ich habe Babywolle genutzt in 50 Gramm, 150 Meter. Und wir fangen an. Wir schlagen an 28 Maschen. Die 28 Maschen sind angeschlagen. Jetzt müssen wir sie verteilen auf die anderen Nadel. Ich habe das Schuhchen mit 3 Nadeln gestrickt. Das ist bequemer als 4 Nadeln. Das ist mir zu viel. Und sehr bequem ist es mit 3 Nadeln. Also auf eine Nadel 14 Maschen. Und noch 2 Nadeln, 7 Maschen jeweils auf jede Nadel. Wir fangen an, das Söckchen von oben zu stricken und in Rippenmuster. Das heißt, eine rechts, eine links. Hier habe ich die Maschen angeschlagen, die verteilt. Auf eine Masche sind 14, auf hier 7 und 7. Und jetzt verbinden wir den Kreis. Von Anfang geht es nicht so gut, aber muss man Geduld haben. Also so verbinden wir es. Eine rechts, nächste Masche links. Eine rechts, eine links. Hier war die letzte Masche rechts. Das heißt, wir machen weiter mit einer links, eine rechts, eine links. So, wenn Sie hier sind, dann heißt, Sie haben eine Runde gemacht. Wir brauchen insgesamt 8 Runden. Bitte 8 Runden, eine rechts, eine links stricken. So, meine Lieben, wir sind mit dem Bündchen fertig. Wenn Sie nicht sicher sind, wie viele Runden Sie haben, Sie können immer nachzählen. Hier ist leicht zum Nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Gut, und jetzt stricken wir das Teil hier nach dem Bündchen bis hier. Und das sind nur rechte Maschen. Hier, wir sind am Anfang. Da erkenne ich. Und wir stricken 10 Runden nur rechte Maschen. Also eine nach der anderen Nadel. Hier wird es eine Runde. Und sonst 10 Runden. Von hier bis hier. Wir sind fertig mit 10 Runden und jetzt müssen wir die Höhe von der Ferse stricken. Bis hier haben wir gestrickt und jetzt stricken wir die Höhe von der Ferse und das geht so. Wir haben hier 28 insgesamt Maschen. Hier habe ich 7 und 7 und für die Bequemlichkeit habe ich die andere 7 und 7, insgesamt 14 auf eine Nadel, weil das so besser ist zum Stricken. Und wir stricken jetzt die Höhe von der Ferse und das geht ganz einfach. Wir sind am Anfang der Runde. Erste abheben, dann stricken wir
Alle Maschen rechts. Die letzte Masche stricken wir links und im Spiel ist nur diese Nadel mit 14 Maschen. Wir wenden. Erste Masche heben wir ab und an der Rückreihe stricken wir alle Maschen links. Letzte Masche auch links. Und das machen wir. So, ich habe hier eine Masche verloren. Ja, das war die eine Masche, die einfach runtergefallen ist. Ich habe sie hochgehoben. Also die 14 Maschen, nur die Maschen, die auf der Nadel sind, stricken wir hin und her, hin und her. So lange, bis wir hier diese Höhe haben. Und das sind insgesamt 10 Reihen. Also weiter so stricken, wie ich gezeigt habe. Rechts die Reihe, Rückreihe links. 10 Reihen insgesamt. Wir haben 10 Reihen gestrickt und wir sind jetzt fertig mit der Höhe von der Ferse. Und jetzt fangen wir an, das Teil hier zu stricken. Haben Sie keine Angst, geht ganz einfach. Viele haben Angst, von Ferse zu stricken. Geht aber einfach. Wir sind an derselben Nadel. Wir haben 14 Maschen hier. Und die müssen wir durch drei teilen, damit es hier dann so eine Rundung entsteht. 14 Maschen können wir nicht durch drei teilen. Deswegen machen wir so, dass an einer Seite 5 Maschen sind, an der anderen Seite 5 Maschen sind und die mittlere 4 werden dann sich hier so bilden. Also in der Mitte haben wir 4 Maschen und wir müssen jetzt eine Rundung machen. Und es geht so, erste abheben, eine, 2, 3, 4, 5. Das ist die Seite erstmal. Und jetzt kommen die 4 von der Ferse, die Maschen. Eine, 2, 3. Und wir fangen an zu abzunehmen, damit die Rundung entsteht. Also wir haben 3 von der mittleren 4 gestrickt und die vierte und die fünfte stricken wir zusammen rechts. Und dann wenden wir auch nochmal. Wir haben 5, 2, 4, 5 gestrickt und jetzt kommen die mittlere. Eine, zwei, dritte und die vierte und die fünfte werden zusammen gestrickt. So ist es. So, hier an der Seite bleiben 4. Wir wenden. Wir haben das nicht zu Ende gestrickt. Nur die Mitte ist jetzt im Spiel. Wir heben ab. Das ist die erste. Wir stricken links. Zweite. Dritte. Und hier die vierte und die fünfte stricken wir links zusammen. Und wir wenden wieder. Und wir werden jetzt von den Seiten jetzt in der jeder Reihe also Maschen abnehmen. Also wir sind, die Ferse ist im Spiel in die 4 Maschen. Erste abheben. 2, 3,
die vierte und die fünfte. Auf der rechten Seite stricken wir rechts zusammen. So, wir haben noch eine hier abgenommen. Wir wenden, heben ab. Erste, zweite, dritte, vierte und die fünfte von der Nadel stricken wir links zusammen. Und wir wenden nochmal. Schauen Sie, wir haben jetzt, da waren fünf von beiden Seiten, jetzt haben wir nur drei von beiden Seiten. Erste abheben, eine, zwei, drei, die vierte und die fünfte an der rechten Seite rechts zusammenstricken. So, sehen Sie, da kommt schon eine kleine Rundung. Wir wenden an der linken Seite, erste abheben, zweite, wir stricken die links, dritte und die vierte und die fünfte stricken wir zusammen links. Und wir wenden wieder. Der Mitte, die vier, die bleiben immer und an Seiten werden immer weniger. Erste abheben, zweite, dritte, vierte und fünfte zusammen rechts an der rechten Seite. So. Wenden, abheben, das war die erste, zweite, dritte, an der linken Seite, vierte und die fünfte links zusammen. Jetzt haben wir von beiden Seiten nur noch eine Maschen, von beiden Seiten jeweils. Eine Masche. Erste abheben, eine, das war die erste, zweite, dritte, die vierte und die letzte, die fünfte war, stricken wir zusammen. Eine Nadel ist fertig. Die haben wir abgestrickt. Ich meine, da sind keine Maschen mehr, aber die brauchen wir noch. Erste abheben. Eine, zwei, drei, die vierte und die fünfte zusammen links. Jetzt aber, so, wir haben die Ferse, das Teil fertig. Sehen Sie, was für eine schöne, hier mit geraden Maschen, so eine Ferse rausbekommen. Es geht weiter. Die Maschen, die wir hier haben, die vier mittlere, die stricken wir rechts. Und jetzt an den Seiten müssen wir Maschen aufnehmen, damit hier weiter wir das weiter stricken können. Wir hatten fünf abgekettet und jetzt müssen wir fünf zunehmen. Und das sieht man hier an diesen Laschen. Hier ist die erste. Ich nehme die zwei Laschen zusammen und ziehe da eine Masche. Das ist die erste Masche. Nächste. Zwei. Nächste. Drei. Nächste. Vier. Und die letzte wird dann hier 5. 5 Maschen haben wir aufgenommen, neu gebildet. So, die lassen wir erstmal und stricken dann weiter die Maschen, die auf der Nadel waren, 7 und 7. Wir gehen wieder in die Runde. Also und stricken die einfach weiter rechts.
Das war die eine Nadel. Die nächste ist gestrickt und jetzt müssen wir von dieser Seite auch die Maschen auffangen und sollen wieder 5 Stück sein. Wir fangen an. Das war ist die eine. Zweite. Dritte. Vierte und die letzte fünfte. Wir haben 5 aufgehoben und jetzt stricken wir einfach weiter die Runde rechts. Wir haben jetzt 4 Nadeln und da sind überall 7 Maschen. Wir haben alle 28 Maschen auf den Nadeln. Ich habe diesmal 4 genommen. Später setze ich eine Seite auf eine und stricke dann weiter mit 3 und die vierte nutze ich zum Stricken. So, und jetzt sind wir so weit. Hier sind wir jetzt. Wir müssen jetzt das Teil bis hierhin stricken. Bis hierhin, hier fangen wir nachher an abzunehmen, abzuketten. Und von hier bis hier sind es 7 cm. Und wir stricken einfach jetzt weiter selbstständig alle Maschen, die auf den Nadeln sind, die neu gebildeten, alle Maschen stricken wir einfach in Runden rechts. Und wir stricken es so lange, bis wir die Länge von 7 cm haben. Hier von dieser Stelle bis hier. So, in meinem Fall, das sind Söckchen für neugeborenes Baby. Und es entstehen 7 cm von hier, von Anfang der Ferse und bis hier. Wenn Sie ein größeres Baby haben und das Füßchen, das schätze ich mal so bis 3 Monaten wird es reichen. Aber es ist ganz einfach. Ich habe vor, später dann bis hier das auflösen und dann weiter stricken. Also wenn das Füßchen von dem Baby länger ist, hier wird das nachher noch abgenommen und insgesamt sind sie 9 cm. Aber bis hierher sind das 7. Wenn das Füßchen aber länger ist, sie stricken ruhig einfach weiter. Sie stricken ruhig weiter, so lange, wie viel sie brauchen und dann 2 cm noch zurechnen, damit, weil hier entsteht ja auch so eine kleine Länge aus 2, 2,5 cm. So, in meinem Fall ist es insgesamt von der Ferse bis diesen Moment, wo wir abnehmen, 7 cm. So, und wir sind hier an der Anfang der Runde und wir fangen an abzunehmen. Und wir machen das so, wie alle machen, unterschiedlich. Ich mache das nur von 2 Seiten, also hier und hier noch. Nur von 2 Seiten. Hier sind die Nadeln und hier von dieser und von dieser Seite kette ich dann ab und dann entsteht da so ein schönes, ja, so eine gerade geflochtene Linie. Und ich zeige, wie ich das mache. Also wir sind am Anfang der Runde und an den Seiten nehmen wir ab. Die erste 2 Maschen stricken wir vorne rechts zusammen. So. Dann stricken wir alle anderen Maschen. Übrigens, hier könnten wir auch schon auf eine Nadel die alle Maschen setzen. Also ich stricke weiter einfach.
Und jetzt sind zwei Maschen geblieben. Am Anfang habe ich von vorne angestochen und hier von links nach rechts und die Masche ziehen. Also von wir wenden, wir sind an der Seite, wir machen nochmal und von dieser Seite so von hinten anstechen, eine rechte. Wir sind an die Seite angekommen und hier müssen wir auch abnehmen und hier stechen wir hier von links nach rechts. Stricken wir die zusammen rechts. So. Damit nachher später so gerade von beiden Seiten so eine gerade. So, wir sind wieder an der Seite. Hier stechen wir von hinten an, stricken zwei rechts zusammen. Und von dieser Seite stechen wir, ich ziehe dir ein bisschen hier von vorne rein und zwei zusammen. So, da fangen wir an abzuketten und das machen wir so lange, so wie ich euch gezeigt habe, so lange bis auf den Nadel vier Maschen bleiben, auf jede Nadel. Wir haben auf beiden, auf eine Nadel vier Maschen und auf der andere und jetzt ziehen wir die einfach zusammen. Wir schneiden hier ein Stück ab, den Faden. Ich mache das mit, Sie können das mit einer Nadel machen. Ich mache das mit einer Häkelnadel. So, ich nehme erstmal, kann man gleich alle vier da rein. Also statt die Nadel kommt raus und eine Häkelnadel kommt rein. Sie können das Stück für Stück machen. Eine Masche nach der anderen. Ich versuche gleich alle zusammen. So, ich nehme den Faden hier und ziehe durch die ganzen diese vier Maschen das, den Faden durch. Hier ist er. Und das gleiche mache ich auch hier. Hier also raus. Häkelnadel rein. Und durch diese Löcher ziehen wir den Faden. So, Sie können auch mit der Nähnadel machen. So, jetzt haben wir so ein Söckchen hinbekommen, der genauso so ist wie der andere. Und hier habe ich ihn ein bisschen so mit einem kleinen Blümchen, ein kleines Blümchen gehäkelt. Und da dran gemacht und hier mache ich das gleiche. Ich verstecke noch die alle Fäden. Ja, so ein kleines Projekt hatten wir mit euch. Ich hoffe, das wurde gut erklärt. Vielen herzlichen Dank für die guten Kommentare. Viel Spaß beim Nachstricken und bis zum nächsten Mal.